moin moin liebe YouTube-Süchtigen und moin moin liebe Messerfreunde. Ja, ein Abonnent meines Kanals bzw. ein Bekannten mittlerweile hier aus der Gegend war letztens mal zu Besuch und da kam das so auf im Gespräch so, ne, da sagte ich zu ihm, ich bräuchte wohl mal so ein paar Patronenhülsen, um ein bisschen was zu basteln, Feuerstähle und so weiter. Und sagte, das ist kein Problem, anderen Tag bringe ich dir welche vorbei. Und das hat er auch gemacht. Alles verschiedene, ganz schöne Dinger dabei. Nichts Besonderes, aber mir hilft es ganz enorm, um mal ein bisschen zu basteln. Ja, und da wir gerade beim Basteln sind, die meisten kennen ja noch mein Ganzo. Das 729, das ist so mein Arbeitsmesser. Und da habe ich ja die Klinge geätzt und einen Stonewash drauf gemacht. Des Weiteren habe ich mir jetzt gedacht, ich mache mal in den Griffschalen ein paar Patronenhülsen. Ja, komm. Und ich finde, das ist an sich ganz gut geworden. Ich weiß nicht, mögt ihr das leiden? Was haltet ihr davon? Und ja, hier in Lanyard werde ich anstatt dieser Messinghülse auch noch eine Patronenhülse machen. Damit das ein bisschen stimmiger aussieht. Naja, ansonsten, ich würde sagen, das wertet das Messer doch einiges auf. Tja, sagt doch mal eure Meinung dazu. Was haltet ihr davon? Mögt ihr das leiden? Mögt ihr das nicht leiden? Würdet ihr was anderes machen? Oder, tja, oder was würdet ihr sonst noch machen? Ne, weil es wird zu langsam ein Einzelstück. Und naja, schauen wir mal. Bis dahin würde ich sagen, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr da so von haltet und ob ihr leiden mögt oder ob ihr was anders machen würdet oder. Und bis dahin würde ich sagen, wir hören, stören und sehen uns. Euer Hans-Dieter. Bis dann.